Hallo und herzlich willkommen, Semi Free wieder am Start. Heute Abschlussbestätigung auf dem Map Down. Oh, wer ist da denn? Moin! Michael! Ja, oh mein Gott, ich bin nicht allein. Michi ist bei mir. Und der Noob mit Hut. Ja, der Noob mit Hut. Und wir haben heute hier zwei Themen. Sein Thema ist Black Ops 2. Black Ops. Und man sieht gerade FMG 9er Kimbo. Ja. Was ein Noob, ne? Ja, also, auf jeden Fall, irgendwie auch voll geil, ne? Nein, auf jeden Fall, wir haben heute Black Ops, ne? So, wo wir euch den ersten Teil erzählen sollen. Und, ja, erst kommen wir zu der FMG 9er Kimbo. Wir sind hier gerade am FMG 9, sozusagen. Und ich spiele gerade wieder so ein ganz, 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 ganz bisschen, um dieses Let's Play für euch zu machen. Und, Double Commentary zu machen. Double Commentary. Ja, okay. Warum immer. Auf jeden Fall, ich bin der Specialist heute. Auf jeden Fall wird der FMG 9er Kimbo Mission dabei. Und auf jeden Fall, ich nehme die nicht, um dieses Dual Commentary zu machen. Und ich glaube, dir gefällt das Wort auf jeden Fall. Was? Ich glaube, dir gefällt das Wort. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. sehr schön gesagt. Auf jeden Fall. Ja, ich mache dieses letzte. auf das zu zeigen und ja, wir finden es besser, die FMG 9er Kimbo zu haben. Er lacht hier einen ab, ey. Anstatt die MP7, weil mit der MP7 können wir gar nicht verstehen, wenn jemand damit spielt. Einfach noobig. Also, sie hat keinen Rückstoß, sie hat eine verdammt hohe Reichweite. Sie hat ein erweitertes Magazin, ohne dass man erweiterte Magazine drauf hat. Da kann man noch Rotpapier oder einen Schalldämpfer draufhauen. Ja, und egal, das ist irgendwie ein lautes Sound, dass man so unheimlich hört. Und irgendwie, ne, hast du auch schon schnell Feuer, so schnell mit dem alten Ding schießt, ne. Und, ja, auf jeden Fall. Ja, wir sind einfach scheiße, dann kommen wir nicht mehr. Finden wir auch natürlich scheiße, also ich weiß nicht, warum Activision eigentlich so eine Scheiße reinhaut. Ich glaube, die. Wenn man sowas spielt, also wenn man Spielentwickler ist, ich würde mein Spiel, was ich erfunden habe, verdammt oft spielen und dann merkt man auch, wie scheiße, dann wird man auch merken, wie scheiße es eigentlich einem auf den Kopf geht, dass jemand mit FMG oder Kimbo rundet, hör, ich habe keinen Skill, bam 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 bam. Oder mit der MP7 bist du dran, ne? Ja. Und auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall MP7 genauso, ne? Ja, und ja, Black Ops 2 würde ich sagen. Black Ops 2. Also, das neue Thema hier in der ganzen Welt ist jetzt Black Ops 2. Und ich glaube, ganz wichtiges Datum, 13.11.12 für manche. Ja, für Black Ops, für alte Black Ops Fans, ihr werdet enttäuscht sein. Ganz ehrlich, es gibt keinen Zombie-Mode mehr, es ist nicht mehr vom Zweiten Weltkrieg, wie es sich vielleicht viele erhoffen. Hacker. Ja, guck mal, Hacker. Auf jeden Fall ist es nicht mehr der Zweite Weltkrieg, wie wir immer dachten. Es ist einfach 2000. Halo? Das ist irgendwie 2100, das ist viel mehr Flugzeugung, die wir gar nicht kennen. Die da irgendwelche Namen kriegen. Und ja, hier einfach hier. Was man einfach sagen soll, das ist eine Mischung zwischen Battlefield, zwischen Halo und zwischen Crysis. Und zwischendurch nochmal irgendwo Front, bla bla bla. Ne? Mission Evolved. Ja. Weiß ich auch nicht. Ja. Irgendwie sowas, ne? Und also über die Engine. Die Engine ist genau, also meiner Meinung nach genau die gleiche wie bei Call of Duty Modern Warfare 1. Ja, ich fand die Engine richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde die Grafik. Die Grafik, Activision kann sich sowas leisten. Die können Hammer-Grafik raushauen. Wie ich. Die müssen mal Hände machen und sich geile Grafik. Also gerade Grafik zum Spiel machen und dann vielleicht das Gameplay eher so lassen wie bei MW3. Ja, so geil, das macht so viel Spaß. Boah, so geil. Die Perks, also die Engine ist genauso wie bei MW1. Grafik ist auch nicht wirklich viel anders. Und ja, die Waffen sollen ähnlich sein wie bei MW3, also von den. Nein, und außerdem soll es auch noch, wie heißt, sonst einfach auch noch
Scheiß. Waffen geben, die wir noch nicht kennen. Das ist das Problem. Einfach, das ist irgendwie... Wir Call of Duty Spieler. Ich spiele kein Battlefield. Ich spiele keine Mischung aus Battlefield. Ich spiele Call of Duty. Ja. Und essen Chicken Wings. Ja. Da wird es nicht einfach an, da eben eine Battlefield-Scheiße reinzuhauen. Außerdem neue Grafik übrigens auch nicht. Und ja, zu den Perks werden wir im nächsten Video noch erzählen. Ja, aber ich würde sagen, ich nenne hier ein kleines Beispiel, weil also ja, es gibt zum Beispiel Perks, mit der du Schallgeleitwaffen, wenn du mit der Schallgeleitwaffe schießt, sieht man es auf der Karte nicht. Mit dem Perk sieht man es halt auf der Karte und dann gibt es halt für jedes gute Perk gibt es einen Gegenperk, damit es alles verhindert wird. Ja, zum Beispiel das Gegenperk, dass man, wenn trotzdem, wenn jemand das hat, dieses Perk, dass man jemanden hört mit einer Schallgeleitwaffe, dann gibt es Perk, wo man einfach weiß, oh mein Gott, dann wird man trotzdem, wenn jemand sowas hat, Schallwaffe nicht entdeckt wird, bringt das Perk gar nichts mehr. Ja, weil man dann wieder so ein Ding hat, wo man trotz, ja, wo man auch nicht gehört wird, wenn man dieses Typ Ding da. Einfach ein Gegenperk, Lars. Ja, ein Gegenperk. Ja, und also wir wissen nicht, ob, also wir werden es uns besorgen, um Videos zu machen, damit, weil zum Beispiel Leute, die es nicht haben können, weil es PC zu schlecht ist, weil sie es nicht dürfen oder weil sie es auch, keine Ahnung, keine Lust drauf haben, sich zu kaufen, kein Geld haben. Ja. Wir wissen nicht, ob ihr es euch, also wir werden uns deswegen besorgen. Und ja, ob ihr es euch besorgen müsst oder nicht. Ja, besorgen müsst natürlich, ne? Ja. Aber das Game besorgen müsst. Ja, auf jeden Fall, ja. Deswegen werden wir dann noch am 13. Ja, 13.11.2012. dieses Spiel holen und es ja, spielen für euch. Und ich hoffe, dieses Kommentar hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Hau rein. Ja, indem wir euch Black Ops 2 vorstellen, die Perks nett. Auf Wiedersehen. Tschüss. Haut rein.